Guten Tag, ich bin Rudi von Benifero mit meinem Frequenzregler. Der Frequenzregler ist ganz einfach zu verwenden. Ich nehme den Stecker von der Pumpe im Frequenzregler und schließe den Frequenzregler in 230 Volt. Der Regler wird aufstarten auf 2900 RPM. Und nach einer Minute geht es zurück nach die letzte Setting. So, also 2300 und in einer Minute geht es zurück zu 2200. Also, wir sind jetzt bei 2200, weil das die letzte Geschwindigkeit ist, was wir die letzte Mal verwendet haben. Es gibt zwei Tasten, eine um die Pumpe schneller drehen zu lassen und eine um die Pumpe langsamer drehen zu lassen. Und mehr gibt es nicht. Um die Pumpe dann jeden Tag zu steuern, brauchen wir noch ein Stecker mit Zeitschalter und ein Smart Stecker mit Wi-Fi, womit man mit Wi-Fi-Tool auch den Frequenzregler steuern kann. Viel Spaß! Tschüss!